diesem Augenblick. Minister des Innern, Dr. Hans-Peter Friedrich, den Sprecher der SPD-geführten Länder, Innenminister Ralf Jäger, und den Sprecher der CDU-geführten Länder, Innenminister Lorenz Kaffier. Herr Pistorius, bitte. Ja, vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ich möchte vorwegschicken, es war eine außerordentlich ruhige, sachliche, sachorientierte und sehr stringente Innenministerkonferenz mit sehr tiefgehenden Fragestellungen und sehr sachlichen Diskussionen. Ich will Ihnen kurz die Schwerpunkte aus meiner Sicht vorstellen, über die wir gesprochen haben. Das ist zum einen natürlich ja schon seit gestern auch in den Medien zu lesen und zu sehen, die Frage der Neuausrichtung des Verfassungsschutzes im Bund und in den Ländern, die Frage der Konsequenzen aus den NSU-Morden und den damit im Zusammenhang bekannt gewordenen Pannen und Versäumnissen, die Frage des BLK-Berichtes, den wir gestern vorgestellt haben, welche Konsequenzen sind daraus zu ziehen, welche Arbeitsaufträge abzuleiten. Damit haben wir uns intensiv beschäftigt und man kann, glaube ich, ohne Übertreibung sagen, von dieser EMK aus Hannover geht das klare Signal aus, wir werden den Verfassungsschutz in Deutschland neu ausrichten, besser aufstellen und transparenter und moderner machen. Das muss die Kernaussage sein. Darüber sind wir uns vollständig einig über die Parteigrenzen hinweg. Es geht darum, die Konsequenzen zu ziehen aus dem, was ermittelt wurde. Wir sind froh einerseits, dass der BLK-Abschlussbericht deutlich darauf hinweist, dass es die Verfassungsschutzbehörden nicht nur als Behörden braucht, sondern auch in ihrer föderalen Struktur, dass auch auf V-Leute, auf VPs nicht verzichtet werden kann und darf, dass aber es eine ganz klare Neuausrichtung geben muss, die sich nach einer Triangel von Begriffen orientieren muss, wie das gestern im Bericht formuliert worden ist, mehr Klarheit, mehr Kommunikation und mehr Kontrolle. Das ist kurz gesagt die Quintessenz aus dem, was wir in den letzten anderthalb Jahren aufdecken mussten, aufgedeckt haben. Daraus die Schlüsse zu ziehen, ist die konkrete Aufgabe. Und dazu gehört dann zum Beispiel auch, dass es kein Kompetenzgerangel geben darf zwischen dem Bund und den Ländern. Es muss klar sein, dass die vorhandenen Strukturen optimal genutzt werden zur gegenseitigen, vertrauensvollen und offenen, jederzeitigen und regelmäßigen Kommunikation und dem Austausch von Informationen. Das ist von zentraler Bedeutung. Und gleichzeitig müssen die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten klar formuliert sein. Das bedeutet eben, ich wiederhole es gerne nochmal, vor allem, dass der gegenseitige Austausch, das Wort gegenseitig hat hier besonderes Gewicht, von wichtigen Informationen selbstverpflichtend, strukturierter, standardisierter und verlässlicher zwischen Bund und Ländern erfolgen muss in Zukunft. Wir werden also gleichzeitig den Verfassungsschutz verstärkt einbinden als Informationsdienstleister für die Präventionsarbeit. Die vielen, vielen wertvollen Erkenntnisse, die die Verfassungsschutzbehörden haben, müssen eben auch Eingang finden in den gesellschaftspolitischen Diskurs zu all den Fragen, die mit Extremismus und anderen Erscheinungsformen zu tun haben. Im Bereich der Aus- und Fortbildung muss der Bund nun, auch darüber haben wir gesprochen, nun Rahmenbedingungen für die Einführung einer Zusatzausbildung prüfen und eine entsprechende Konzeption erstellen. Einigkeit besteht auch völlig eindeutig in der Frage der Standards in der Auswahl und in der Führung von Vertrauenspersonen. Nur wenn die Standards einheitlich und klar definiert sind und die Führung vernünftig organisiert ist, können wir sicherstellen, dass eingesetzte Vertrauenspersonen dem Verfassungsschutz und seiner Arbeit dienen und ihm nicht schaden. Hierzu gehört natürlich auch die Schaffung einer Dokumentation über den Einsatz aller VPs in den Beobachtungsobjekten. Und auch hier gilt das Prinzip der Gegenseitigkeit als zentrale Herausforderung. Eine entsprechende Dateianordnung muss jetzt in den nächsten Monaten erstellt werden. Gleichzeitig wollen wir die stärkere Koordination in der Internetaufklärung durch eine Neuorganisation erreichen im Bereich der Koordinierungstagung Internet und die Einrichtung einer Indexdatenbank und einer Mediendatei, um auch hier im Vorfeld präventiv noch früher tätig werden zu können. So viel zum Thema Verfassungsschutz. Ein weiteres wichtiges Thema, das die Innenministerkonferenz heute, aber schon seit geraumer Zeit auch beschäftigt hat, das ist die Frage der Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen. Die Gewalt bei Fußballspielen nimmt nicht ab. Sie ist unterschiedlich ausgeprägt, hat unterschiedliche Auswirkungen und wird auch unterschiedlich intensiv und erfolgreich bekämpft.
Die anhaltende Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspiel ist nicht hinnehmbar. Wir müssen konstatieren, dass inzwischen geschätzt bundesweit 30% der Bereitschaftspolizeizeiten für Einsätze bei Fußballspielen erbracht werden. Das ist eine gewaltige Größenordnung. Trotzdem ist die Innenministerkonferenz der Auffassung, dass eine Kostentragung durch den Fußball nur Ultima Ratio sein kann, weil es Aufgabe der öffentlichen Hand ist, die Sicherheit im öffentlichen Raum herzustellen. Was aber Konsens ist mit DFB und DFL, immer war, aber jetzt auch konkret formuliert, ist die Tatsache, dass Präventionsarbeit einen wesentlichen Spielraum, einen wesentlichen Raum einnehmen muss bei allen Bemühungen. Wir stellen fest, dass immer mehr junge Leute, sehr junge Leute im Teenageralter in der Fußballszene in gewalttätige Bereiche reingeraten. Unsere Aufgabe gemeinsam mit DFB und DFL muss es sein, hier frühzeitig präventiv anzusetzen, die Fanprojekte noch mehr zu unterstützen und gleichzeitig natürlich, das ist immer die andere Seite der Medaille, auch die Repression und die Kontrolle mit entsprechender Intensität weiter voranzutreiben. Dazu gehören Stadionzugangskontrollen, Durchsuchungen. Dazu gehört aber natürlich auch zum Beispiel die Frage, wie setzen wir Stadionverbote konsequent durch? Und das alles als Gesamtpaket ist mit DFB und DFL abgestimmt. Wir waren vor 10 Tagen in Frankfurt, Herr Cafier, Herr Jäger und ich, und haben mit Herrn Dr. Raubal und mit Herrn Niersbach und anderen darüber diskutiert. Wir haben Einigkeit darüber erzielt. Der Fußball wird sein Engagement noch einmal um 7,2 Millionen erhöhen. Gemeinsam mit den Mitteln der Länder und Kommunen wird insgesamt dadurch die finanzielle Grundausstattung der Fanprojekte verbessert und deren Arbeit nachdrücklich gestärkt. Und das ist von zentraler Bedeutung, denn die Fanprojekte, auch das ist eine Erkenntnis der letzten Jahre, haben maßgeblichen Anteil daran, dass dort, wo erfolgreich gearbeitet wird und Fangewalt zurückgedrängt werden kann, dies dann auch gelingt. Erfreulich, besonders erfreulich in dem Kontext ist, dass DFB und DFL sich uns gegenüber auch schriftlich bereit erklärt haben, zusätzlich zu diesen 7,2 Millionen in einem niedrigen, siebenstelligen Bereich jederzeit zur Verfügung zu stehen, wenn es um zusätzliche Projekte geht. Das ist eine sehr auf Vertrauen und gegenseitige Achtung basierende Aussage der Gestalt, dass wir gemeinsam diese Verantwortung wahrnehmen wollen. Ich kann das nur ausdrücklich begrüßen und bedanke mich für diese Bereitschaft. Ein weiteres Thema ist besprochen worden, hat in den Medien in den letzten 10 Tagen erheblichen Raum eingenommen, ist aber heute ohne viel Diskussion gelaufen. Das ist die Frage der Fahruntüchtigkeit bei Radfahrern. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir ein Verkehrslagebild erstellen lassen wollen. Für Radfahrer soll es eine deutlich niedrigere Promillegrenze in Zukunft geben. Denn ich glaube, jeder von uns ist sich darüber im Klaren, mit einem Blutalkoholwert von 1,6 Promille kann man nicht sicher auf 2 Rädern fahren. Daher schlagen wir, so die Beschlussfassung heute der Verkehrs- und Justizministerkonferenz vor, angesichts der bundesweit besorgniserregenden Zahlen die Senkung der Promillegrenze zu prüfen. Ein letzter Punkt, soziale Netzwerke für Nachwuchsgewinnung, ist uns ebenfalls ein ganz wichtiges Thema. Wir wollen die sozialen Netzwerke künftig mehr dafür nutzen, gerade weil sie nun mal bei der jüngeren Bevölkerung eine viel zentralere Rolle spielt, um Nachwuchs zu gewinnen für den öffentlichen Dienst, für die Polizei und für anderes. Wir haben eine Projektgruppe, die jetzt Standards erarbeitet und hierzu dann eine Grundlage darstellen soll, damit wir unter Berücksichtigung des Schutzes personenbezogener Daten in diesem Bereich, aber auch bei der Frage von Öffentlichkeitsfahndung entsprechend gut aufgestellt sind. Das aus meiner Sicht die wichtigsten Punkte. Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Dankeschön. Herr Dr. Friedrich, bitte. Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will mich angesichts der Fülle der Themen auch auf einige wenige Schwerpunkte beschränken. Im Fokus natürlich Neuausrichtung Verfassungsschutz. Herr Pistorius hat es bereits angedeutet. Wir haben uns sowohl bei der Frage Grundsätze der Führung von V-Leuten wie auch bei der Frage Einrichtung eines Registers auf eine gemeinsame Linie verständigt. Ich glaube, dass dieses Register auch dazu beitragen wird, die Transparenz auch innerhalb des Verbundes zu erhöhen, was ein wichtiger Gesichtspunkt ist. Wir wissen, dass wir für die Reformtätigkeit auch eine Änderung des Verfassungsschutzgesetzes brauchen. Ich habe berichtet über den Stand der Gesetzgebungsbemühungen. In meinem Haus ist dazu ein Entwurf
mit verschiedenen Änderungsvorschlägen erarbeitet worden, der sich im Wesentlichen darauf konzentriert, den Informationsaustausch zwischen Bundes- und Landesverfassungsschutzämtern zu verbessern, in beide Richtungen, versteht sich, der darauf konzentriert ist, die bereits bestehenden Möglichkeiten der NADIS-Nutzung, also der elektronischen Nutzung von Informationen, zu erweitern und zu verbessern. Wir haben im Zusammenhang mit der NSU-Mordserie gesehen, dass eine Aufbewahrungsfrist von Akten von 10 Jahren offensichtlich noch zu kurz ist. Auch da schlagen wir eine Verlängerung vor. Also eine Fülle von Vorschlägen, die derzeit ein Diskussionselement sind in einem ganzen Paket, das wir auf den Weg bringen müssen. Sie haben gestern ja hier miterlebt, auch den Bericht der Bund-Länder-Kommission, der zusätzliche Anregungen bringt. Wir werden vom NSU-Untersuchungsausschuss aus dem Deutschen Bundestag zusätzliche Anregungen, Vorschläge bekommen, die zu berücksichtigen sind. Und schließlich haben wir eine Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu unserer Antiterror-Datei, die uns ebenfalls nach Auswertung möglicherweise zu rechtlichen Veränderungen zwingen werden. Insofern haben wir, glaube ich, ein ganzes Paket, ein ganzes Bündel an Aufgaben auf den Weg zu bringen. Ein zweiter wichtiger Punkt in der Gesetzgebungstätigkeit, auch da in einem vorbereitenden Stadium, die Frage der leichteren Ausweisung von Gewalttätern und solchen, die Gewalt in unserem Land predigen. Ich habe dazu ebenfalls einige Vorschriften ausarbeiten lassen, die neu gefasst werden müssten. Unter anderem die Klarstellung, dass auch jemand auszuweisen ist, der sich nicht nur politisch extremistisch hier betätigt, sondern auch religiös extremistisch. Das ist eine Klarstellung, die notwendig ist und die auch richtig ist. Ich bin der Meinung, dass wir insbesondere die Ausweisungstatbestände verschärfen müssen, was diejenigen angeht, die zu Freiheitsstrafen verurteilt werden. Bisher ist es so, wenn jemand zu 3 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde, dann ist er auszuweisen. Wir sind der Meinung, dass 1 Jahr ausreichen muss, um zu sagen, der hat in unserem Land nichts verloren. Wir haben verschiedene Vorschläge, auch bürokratische Hürden bei der Ausweisung von Gewalttätern zu beseitigen. All das gilt es weiter zu diskutieren und umzusetzen. Der dritte Punkt ist die Frage der Videoüberwachung, ein Punkt, der insbesondere vom Freistaat Bayern, vom Innenminister Herrmann auf die Tagesordnung gebracht worden ist. Wir sehen und wir sind uns einig innerhalb der Innenministerkonferenz, dass wir insbesondere an den Bahnhöfen, die als besonders neuralgische Punkte eines erhöhten öffentlichen Verkehrs auch dienen, die Videoschutzüberwachung verstärkt werden muss zum Schutz und zur Sicherheit unserer Bevölkerung. Da gibt es, glaube ich, eine klare Übereinstimmung. Im Übrigen sind die Akteure neben der Bundespolizei an den Bahnhöfen natürlich die Länder im öffentlichen Raum, in den öffentlichen Personennahverkehr, in den U-Bahnen. Aber auch, und ich glaube, das ist heute auch bei der Diskussion nochmal deutlich geworden, die privaten Unternehmen. Wer sein Unternehmen öffnet für den öffentlichen Verkehr, sei es Verkehrsunternehmen, seien es andere Unternehmen, der hat eine gewisse Verpflichtung, auch für die Sicherheit der Menschen zu sorgen, die dort aus- und eingehen. Das ist ein Appell auch gewesen der Innenministerkonferenz, so ist mir das jedenfalls gesagt worden, an die Deutsche Bahn AG, mit der wir ja in guten Gesprächen und Verhandlungen sind, aber auch an andere Unternehmen, die Videoaufzeichnungen vornehmen. Ich glaube, dass eine solche Videoschutz vor allem an den öffentlichen Punkten, in denen immer wieder Kriminalität auftaucht, eine gute Möglichkeit ist, die Sicherheit für unsere Bürger zu verbessern. Wir haben ja auch sehr positive Beispiele dafür, beispielsweise in Berlin ein Versuch der BVG dort, der dazu geführt hat, dass also die Zahl der Straftaten in der U-Bahn massiv nach unten gegangen sind. Wir haben beste Erfahrungen auch aus dem Freistaat Bayern, wo es eine Videoüberwachung verstärkt im öffentlichen Personennahverkehr gibt. Also es bringt für die Sicherheit etwas und deswegen das auch immer wieder ein wichtiger Punkt, über den hier zu sprechen war. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Dr. Friedrich. Herr Jäger, bitte. Nach der Aufdeckung der NSU-Zelle haben die Verfassungsschutzbehörden
einen noch nie dagewesenen Vertrauensverlust in Deutschland erlebt, insbesondere weil der Öffentlichkeit und den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land nicht klar war und vielleicht auch bis heute nicht klar ist, welche Funktion eigentlich diese Vertrauensleute und diese Informanten haben. Umso wichtiger ist, dass wir heute aufgrund einer NRW-Blaupause klare Regeln für V-Leute beschlossen haben, die in allen Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder gelten werden. Dabei haben wir festgestellt, erstens, V-Leute, die erhebliche Straftaten begehen, sind keine Informanten der Sicherheitsbehörden. Eine Zusammenarbeit kommt nicht in Frage. Zweitens, Honorare, die gezahlt werden, dürfen nicht die Lebensgrundlage darstellen. Drittens, der Leiter der Verfassungsschutzbehörde hat ausdrücklich das Heranziehen oder Gewinnung einer solchen Quelle zu genehmigen. Und viertens, es dürfen nur Vertrauenspersonen sein, die nicht das zu beobachtende Phänomen steuern, Stichwort NPD, also niemand aus der Spitze. Ich glaube, das ist wichtig, dass klar ist, dass die Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder nach klaren rechtsstaatlichen Regeln zukünftig V-Leute führen. Und wir hoffen, dass damit auch ein Stück des Vertrauens, den der Verfassungsschutz verdient hat, weil er diese Verfassung und diese Demokratie schützt, zurückgewonnen werden kann. Als wir gestern Abend zu Abend gegessen haben, habe ich Herrn Friedrich noch gesagt, was für eine wunderschöne, harmonische Innenministerkonferenz wir haben. Das habe ich heute Morgen leider etwas revidieren müssen. Wir haben als Landesinnenminister heute Morgen nach Sitzungsbeginn den Referentenentwurf aus seinem Haus über die Neugestaltung des Verfassungsschutzes zur Kenntnis erhalten. Wesentlicher Punkt dabei ist, dass zukünftig die Bundesverfassungsschutzbehörden die Landesbehörden anweisen können und steuern können bei der Gewinnung von Informationen, bei der Bekämpfung von gewaltorientierten Phänomenen. Das ist genau das, was wir im Herbst letzten Jahres schon mal diskutiert haben und mit 16-0 abgelehnt haben. Ich mache darauf aufmerksam, dass die Expertenkommission gestern deutlich gemacht hat, was wir nicht brauchen, ist eine Umkehr der Sicherheitsarchitektur in Deutschland, sondern wir müssen auf eine bessere, eine informativere Zusammenarbeit auf Augenhöhe haben. Das wird allerdings durch diesen Gesetzentwurf konterkariert. Ich glaube, dass dieser Referentenentwurf aus dem Haus von Herrn Friedrich, der auch noch nicht die Dissensen mit der Justizministerin beseitigt sieht, die Halbwertszeit bis zum 22.09. haben wird. Ich glaube, dass der Bundesminister des Inneren das gemacht hat, was ich dem BVB morgen Abend nicht wünsche, nämlich ein Eigentor geschossen hat. Als Letztes würde ich gerne noch ansprechen, dass wir als Nordrhein-Westfalen ein Konzept entwickelt haben, um die Zahl der Verkehrstoten in unserem Land zu senken. Die Kampagne heißt Bremst dich, rette Leben. Ein Teil dieses Konzeptes ist, großflächig an einem Tag Geschwindigkeitsüberwachung durchführen zu lassen. Damit die Bürger das wahrnehmen, veröffentlichen wir sie auch vorher, fragen die Bürger nach sogenannten Wutpunkten, wo meinen sie, dass geblitzt werden soll. Wir haben eine unglaubliche Resonanz, was die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger angeht. Aber wir haben auch zur Kenntnis zu nehmen, dass in Nordrhein-Westfalen die Zahl der zu Tode gekommenen im Straßenverkehr durch Raserei im letzten Jahr um 32% gesunken ist. Ich freue mich darüber, dass wir heute vereinbart haben, dieses Konzept auch in den anderen Bundesländern durchzuführen, dass die Innenminister erklärt haben, sich daran beteiligen zu wollen und dass wir im Oktober diesen Jahres bundesweit einen sogenannten Blitzmarathon, eine großflächige Geschwindigkeitskontrolle in allen Bundesländern dann haben werden. Herzlichen Dank. Herr Kaffier, bitte. Ja, meine Damen und Herren, im Gegensatz zu meinen Kollegen von der B-Seite ist zunächst erstmal richtig, dass wir der Auffassung sind, wenn sich das... Im Gegensatz zur A-Seite sind wir natürlich erstmal der Auffassung, dass es grundsätzlich richtig ist, dass sich das Bundesinnenministerium, wenn es sich mit Gesetzesvorhaben befasst, uns die zur Kenntnis gibt, wobei wir nicht alle Inhalte teilen. Da bin ich mit Kollegen Jäger durchaus einer Meinung. Also insofern werden wir die Entwicklung dieser Gesetzgebungsverfahren für die Zukunft weiter beobachten. In der Tat haben wir eine umfangreiche Tagesordnung vor uns gehabt, aber bisher ist es immer gelungen, gerade in Fragen der inneren Sicherheit, sich mit den Kollegen der SPD auf viele gemeinsame Nenner zu einigen. Das ist immer wesentlich einfacher, als das mit der Bundesjustizministerin der Fall ist, weil wir beide die Fragen der inneren Sicherheit in den Länderebenen sehr intensiv und gemeinsam vertreten. Insofern ist ein Punkt, der
auf den Innenministerkonferenzen der letzten Jahre immer wieder eine Rolle gespielt hat, auch hier Bestandteil gewesen und nicht, wie in den Medien nachzulesen, keine Rolle gespielt haben. Wir haben uns aufs weitere Verfahren im Zusammenhang mit dem NPD-Verbotsverfahren verständigt. Das NPD-Verbotsverfahren ist bekanntermaßen im Herbst in Rostock beschlossen worden, dem Ministerpräsidenten empfohlen worden. Wir haben die länderoffene Arbeitsgruppe gemeinsam mit dem Bund eingesetzt, die die Prozessbevollmächtigten begleitet, und sie werden uns im Sommer dementsprechende Entwürfe vorlegen, sodass wir durchaus optimistisch sein können, dass man in diesem Jahr noch den Weg durchaus vor das Bundesverfassungsgericht gehen kann. Das wird die Ereignisse der nächsten Monate zeigen, wenn wir dementsprechende Materialien und Inhalte bekommen. Ebenfalls auf der Grundlage einer Beschlussfassung der letzten Herbst im IMK, mehrfach hier erwähnt, die Neuordnung des Verfassungsschutzes beraten. Mein ausdrücklicher Dank geht dabei an die Arbeitskreise der Länder und des Bundes, die hier in den zurückliegenden Monaten sehr gute Arbeit geleistet haben. Sie haben Zwischenergebnisse geliefert. Der Leitfaden für die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verfassungsschutz wurde aktualisiert. Es liegen Empfehlungen für die Präventionsarbeit des Verfassungsschutzes vor. Und ganz besonders wichtig, die Arbeitskreise haben eben Vorschläge zu gemeinsamen Standards für den Einsatz von Vertrauenspersonen entwickelt. Auch hier sind wir, glaube ich, einen guten Weg in die richtige Richtung, aber noch lange nicht am Ende. Das heißt auch für uns, die aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zur Antiterrordatei muss in diesen Prozess mit einbezogen werden. Bekanntermaßen hat ja das Gericht wieder eine starke Betonung auch auf das Gebot der Trennung nochmal gelegt. Das heißt aber eben für uns auch nicht im Hinblick auf gerade die gestrigen Ausführungen, dass es keine Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verfassungsschutz geben darf. Im Gegenteil, gute Zusammenarbeit ist die Grundlage und das A und O bei der Bekämpfung des Terrorismus, und zwar vollkommen egal, ob bei linksextremistischen, rechtsextremistischen oder religiösen Terrorismus. Auch hier werden wir unter Berücksichtigung des Urteils weiter daran arbeiten, dass genau diese Defizite, die uns ja gestern nochmal aufgezeigt worden sind, nicht mehr ereilen können. Das Thema Fußball wurde schon erwähnt. Ich glaube, wir haben einen guten Kompromiss gefunden, und zwar beide Seiten. Der ein oder andere Kollege hatte auch hier oder da noch ein bisschen andere Vorstellungen. Zum Schluss, glaube ich, im Interesse aller Beteiligten eine gute Lösung, wie vom Kollegen Vistorius schon vorgetragen. Wir wollen friedlichen Fußball. Gewalttäter in Stadien sind für uns keine Fans. Und wir werden es nicht zulassen, dass Polizisten weiter zur Zielscheibe von Chaoten gemacht werden. Da sind sich die Länder, der Bund, aber auch der DFB und der DFL einig. Und deswegen glaube ich, das Ziehen an einem Strang in die richtige Richtung ist auch ein sehr guter Weg. Und wir müssen auch für uns konstatieren, dass in den letzten 12 Monaten, gerade durch Deutschen Fußballbund und DFL, sehr viele Aktivitäten in die richtige Richtung entwickelt worden sind. Auch das können wir noch einmal bestätigen. Keine Einigung, das gehört dann auch der Fairness halber dazu, gab es zu dem Thema Videoüberwachung. Wir haben das Thema erörtert. Videoüberwachung ist für die CDU-Seite im öffentlichen Raum durchaus ein bewährtes Mittel. Damit können Gefahren für die innere Sicherheit wirksam abgewehrt werden, potenzielle Straftäter abgeschreckt und Straftaten beweiserheblich festgestellt und verfolgt werden. Gerade im öffentlichen Personenverkehr ist es ein wirksames Mittel. Das ist allerdings eine Maßnahme, auch das gehört zur Fairness halber, wo aus durchaus von Seiten der SPD die Betrachtung in die gleiche Richtung geht, dass im öffentlichen Personenverkehr hier dieses Mittel durchaus ein wirksames Mittel ist. Insofern stellt sich für uns nach wie vor die Frage, warum sollen wir angesichts dieser Fakten dann im Sinne der Sicherheit für die Bürger auf solche Maßnahmen verzichten. Deswegen glauben wir, das wird auch eine immer wiederkehrende Diskussion sein und möglicherweise auch da veränderte Betrachtungsweisen, so wie ich als mittlerweile dienstältester Innenminister feststellen kann, dass Beschlüsse, die man heute fasst, vor 7 Jahren nicht vorstellbar waren, gemeinsam, sowohl aus Sicht der A-Seite als auch aus Sicht der B-Seite. Vielen Dank. Herzlichen Dank den Ministern. Jetzt kommen wir zu Ihnen. Ihre Fragen bitte, Herr Janssen. Sie haben das Eigentor des Ministers, Herr Jäger, vielleicht können Sie das kurz einordnen.
Also worum es uns nicht geht als Länderinnenminister, auf eitel auf Zuständigkeiten zu achten, sondern es geht uns darum, dass wir dieses Land sicher machen wollen. Und die Erfahrungen aus der NSU-Zelle haben uns gezeigt, wir müssen besser zusammenarbeiten, auf Augenhöhe die Informationen austauschen. Die Länder müssen den Bund in seiner Koordinierungsfunktion wahrnehmen, dem Bund die Informationen liefern. Der Bund muss diese Informationen komprimieren, analysieren und als Lage wieder zurückspiegeln. Das ist, wie ich mir die Zusammenarbeit vorstelle und wie auch die Expertenkommission sie gestern noch einmal dargelegt hat und skizziert hat. Damit werden wir erfolgreicher. Was nicht sein kann, ist, dass eine Megabehörde in Berlin anordnet, wie die Landessicherheitsbehörden zu arbeiten haben. Sondern ich mache es am Beispiel Nordrhein-Westfalens fest. Wir haben die Erkenntnisse, wir haben auch die Instrumente, um Kameradschaften, die rechtsextremistisch sind, zu verbieten. Das haben wir übrigens auch getan. Das kann nicht sein, dass das sozusagen nur in Abstimmung mit dem Bund erfolgen kann. Der Referentenentwurf sieht lediglich vor, dass der Bund nur ein Benehmen herstellen muss mit den Landesbehörden, wenn er so vorgehen will. Das haben wir im letzten Herbst schon diskutiert und 16-0 entschieden, für die Länder nicht akzeptabel.